Soho. Der Meister. Oh, der holt noch eben was. Wo ist er? Tür ist zu, ja, ich bin hier. So. Der Meister hat beschlossen, immer scharf zu sein. Ja, gerade ein bisschen dunkel, aber macht nichts. Aber ich komme wieder, das hat man das letzte Mal. Jo, genau, jetzt bist du hell erleuchtet. Genau, der Meister hat beschlossen, scharf zu sein. Deswegen haben wir in tolles Equipment investiert. Ich hoffe, das gefällt euch. Jetzt machen wir nämlich einen in 4K. Guck mal, da kannst du in 4K die tollen Fahrräder mal filmen, die wir hier noch stehen haben. Wenn noch einer noch kein Weihnachtsgeschenk hat, hier. Und wenn ihr nicht wisst, was ihr am 9. Dezember macht, dann hier. Dann am 9. Dezember könnt ihr mich besuchen zum Desmo Christmas. Mit Kurisumasu. Das ist das japanische Weihnachtsfest. Wir müssen das ja für beide machen. Ja, sehr cool. Kommt da vorbei. Ich habe was vorbereitet. Ich bin nämlich bei der letzten Frag der Meisterstunde darum gebeten worden, das Thema mit dem Fahrverbot nochmal aufzugreifen. Was das für uns bedeutet und was hier passieren soll. Ich habe mir dann mal ein paar Sachen ausgedruckt und das gucken wir uns jetzt mal an. Ja? Weil ich bin nämlich mal hergegangen mit unserem Julie und da haben wir mal geguckt, was für Motorräder dann hier noch fahren dürfen, wenn das tatsächlich so geplant ist. Oder tatsächlich so umgesetzt wird, wie es geplant ist. Dann fährt hier nämlich keiner mehr. So. Pass auf, dass du nicht hinfällst. Nein. Wolltest du hier die Kamera auf den Tisch stellen? Ja. Da, wo die anderen stehen. Setz dich mal, ich kümmere mich. Setz dich. Der Christian kümmert sich, der alte Kümmerer. Bin ich schick, Christian? Ja, immer. Bin ich. Nicht, dass ich jetzt scharf bin und dann nicht mehr schick. Ah. Ja, jetzt kann man alle Unreinheiten sehen. Egal, alle ob es Haut, sonstiges alle, ist. Alle Unreinheiten. Der Meister ist jetzt schön scharf. Der Meister ist schön scharf. Christian, setz dich. Kannst dir gerne den Stuhl nehmen. Ja. Oder willst du die ganze Zeit da stehen? Ja, dann habe ich dich besser im Blick. Okay. So. Vielen, vielen Dank an die zahlreichen Nachrichten, die mich da erreicht haben zu dieser Geschichte. Und ja, mit der Bitte, das nochmal zu erklären. Also es ist tatsächlich, ich bin ja mit meinem wunderschönen Geschäft, bin ich ja im Landkreis Holzminden stationiert. Ne? Ich bediene von hier einige Landkreise, also die direkten sind halt Landkreis Holzminden, Höxter, Hameln-Pyrmont. Das sind so die Kerngebiete, geht rüber bis Einbeck, Ahlfeld, bis an die Grenze von Hannover, bis an die Grenze von Kassel, Grenze Lipperland. Das ist alles so das, was wir hier bedienen. Ne? So, und der Zulassungsbezirk ist aber tatsächlich Holzminden. Und da hat mich vor einiger Zeit eine E-Mail ereilt mit einem Maßnahmenkatalog der Deutschen Umwelthilfe. Der sieht so aus. Mit einem Antrag von dem Projekt. Der sieht so aus. Mit, mit dem von allen Parteien aus dem Landkreis Holzminden unterschriebenen Antrag dazu. Von der SPD, CDU, FDP, Bündnis 90, die Grünen und der UWG. Die haben da alle brav unterschrieben, dass wir da ja was machen müssen. Und da kann ich euch jetzt mal ein bisschen draus vorlesen. Also, es ist halt so, dass das Niedersächsische Umweltministerium hat die Deutsche Umwelthilfe beauftragt, ein Pilotprojekt zu Maßnahmen gegen Motorradlärm durchzuführen. Der Landkreis Holzminden ist dafür prädestiniert. Zum einen besteht in einzelnen Regionen nachweislich eine enorme Lärmbelastung der Anwohner und Anwohner oder Anwohnerinnen und Anwohner. Und zum anderen wurden bereits durch verschiedene Initiativen, Strukturen für entsprechende Projekte aufgebaut. Okay, gut, ich bin hier schon ganz, ganz lange. Ich habe diese Initiativen noch nicht gesehen, muss ich ganz klar sagen. Also es gibt ja zwar ab und zu mal Polizeikontrollen, aber dass jetzt hier sich einer wirklich mit Hirnschmalz dahinsetzt und sagt, wir müssen hier mal was machen, das ist nicht passiert. Also genau das Gegenteil. So, und jetzt soll hier tatsächlich gleich zur großen Keule gegriffen werden. Ich kann euch sagen, ich habe beim letzten Mal schon gesagt, ja, verkaufe ich hier halt keine oder weniger Motorräder, weiß ich nicht. Meine Kunden kommen auch von weiter weg, die fahren auch woanders Motorrad. Betrifft mich das überhaupt so extrem? Aber wir wissen es nicht. Also es kann schon sein, dass das auch hier gerade bei den Motorradfahrern schon, dass sie dann das Gefühl haben, dass sie einfach gar nicht mehr gewollt sind hier. Ne? Und da wissen wir natürlich nicht, was dabei rauskommt. Und von daher habe ich mich doch dazu entschlossen, mich da mal ein bisschen drum zu kümmern.
und das mal zu hinterfragen, ne? Was jetzt genau das Ziel sein soll dieser Geschichte und wie das funktionieren soll und was natürlich mit den Betrieben, Mitarbeitern, Arbeitsplätzen, Steuereinnahmen, die da alle mit dranhängen, wie sich das verhält und wie das da weitergehen soll. Ne? Und ja, dazu habe ich jetzt schon die ersten Termine gemacht, werde mich da mit der Politik unterhalten, werde mit der Presse sprechen und dann, ja, dann gucken wir mal, in welche Richtung das geht. Ne? Also wenn ihr da euch beteiligen wollt, wenn ihr mich unterstützen wollt, wenn ihr da gute Tipps habt, Ideen habt, wenn ihr da was tun wollt, könnt ihr gerne auf mich zukommen. Also es gibt hier tatsächlich mehrere Dinge, die hier draufstehen. Generell finde ich hier immer wieder das Tiroler Modell, von dem gesprochen wird. Das finde ich sehr, sehr lustig im sarkastischen Sinne. Weil das Tiroler Modell hat 95 Dezibel und hier haben wir ein Tiroler Modell mit 90 Dezibel. Das ist ein Witz. Weil dazu habe ich nämlich auch was vorbereitet. Das können wir uns gleich mal angucken. So, ich lese euch das nicht alles vor. Ich lese nur mal so die wichtigen Sachen, die ich als Motorradfachmann, weil das sind alles keine Fachleute, die das hier geschrieben haben. Das sieht man sofort, weil die Sachen, die da drin stehen, die werden 0,0 was bringen. Also dann kannst du auch sagen, hier fährt keiner mehr auf zwei Rädern, ja, aber das wäre das Einzige, wenn man da wirklich so macht. Aber das, was hier drin steht, weiß ich nicht. Das wird nicht so viel bringen. Was hier ganz interessant ist, Daten der baden-württembergischen Landesregierung unterstreichen eindrücklich, dass jedes zweite Motorrad lauter als 87 Dezibel, jedes dritte lauter als 90 Dezibel ist. Und das bei zugelassenen 77 Dezibel im Fahrzeugbrief. So, das ist totaler Quatsch. Also das ist Hetze, ne? Ganz klar. Weil natürlich darf jedes Motorrad nur dieses vorgeschriebene Fahrgeräusch von 77 Dezibel haben. Das ist so. So, aber diese 87 und 90, die hier angeführt werden, oder die 95 aus dem Tiroler Modell, da reden wir von einem Standgeräusch. Das wird gemessen bei der halben Nenndrehzahl im Stand, wenn das Motorrad nicht fährt. Das heißt, ihr habt ein Motorrad, halbe Nenndrehzahl, wenn das Motorrad, muss ich ein bisschen ausschweifen, 15.000 Umdrehungen drehen kann, dann müsst ihr den Motor ungefähr auf 7.500 bis 8.000 Umdrehungen im Stand hochdrehen und dann wird diese Phonzahl gemessen. Das hat nichts mit dem Geräusch zu tun, was das Motorrad beim Fahren macht, gar nichts. Das ist nur ein Anhaltspunkt für Kontrollen tatsächlich, mit dem die Polizei feststellen kann, ist an dem Auspuff was manipuliert oder nicht, weil eine Fahrgeräuschmessung ist und die werden unter Laborbedingungen werden die durchgeführt. Eine Fahrgeräuschmessung ist nämlich auf dem freien Feld, auf der Landstraße nicht möglich. Das geht nicht. Und deswegen gibt es dieses Standgeräusch. Das ist ein reines Kontrollmittel. Was anderes ist das nicht. So, und die sind natürlich höher. Die können auch sonst wie hoch sein. Das ist völlig egal. Die können auch 200 Dezibel haben bei dem Standgeräusch. Das spielt gar keine Rolle. Weil beim Fahren werden die nicht lauter als 77 sein dürfen. Das ist so. Ne? Und von daher ist das schon das Erste, was totaler Quatsch ist. Das heißt, egal welches Motorrad du hast, die sind immer 77 Dezibel? Ja, nicht lauter. Okay. Genau. Ansonsten so kriegst du sie nicht homologisiert, richtig? Ja, klar, die werden ja alle homologisiert. Genau. Okay. Genau. So, genau, solche Sachen. Das ist so das Erste, was da schon mal drinsteht, wo ich sage, totaler Kokolores. Ne? Da wird hier, ich mag mir das eigentlich gar nicht angucken, da können die echt brechen. Genau. Totaler Quatsch. So, dann haben wir noch, das haben wir jetzt durch hier. Jetzt haben wir hier den Maßnahmenkatalog, mögliche Maßnahmen an Beschwerdestandorten. An den Wochenenden von April bis Oktober, Belästigung, starkes Beschleunigen bereits innerorts vor dem Ortsschild, Missachtung der zulässigen Geschwindigkeit innerorts, hohe Frequenz der Motorräder, die schon an sich als belästigend empfunden wird, das ist auch so eine Sache. Wer empfindet das denn als belästigend? Natürlich gibt es welche, die finden das schlimm. Es gibt welche, die stört das gar nicht. Ich meine, ich wohne hier an der Bundesstraße. Die geht direkt vom Haus her. Die ist laut. An dem Haus gegenüber ist eine Feuerwehrsirene auf dem Dach. Wenn die in regelmäßigen Abständen mal losjohlt, dann bist du nachts wach. Dann ist die B83 die Hauptverkehrsstraße für sämtliche Krankentransporte, die auch nachts stattfinden, wo die vorbeifahren mit Sirene, Blaulicht,
weiß der Kuckuck was. Ne? Und hinterm Haus geht eine Eisenbahnlinie lang. So. Die auch früh morgens und nachts auch, kommen? Ja, nachts auch. Ne? Nachts 3 Uhr. Oder das morgens ist dann nicht nur ein Waggon, das sind dann 20 Waggons. Das ist dann 600 Meter lang, genau. Das ist halt der Wohnort, das ist die Region. Und da passieren halt Dinge. Da muss man sich ganz einfach mit auseinandersetzen. So, und wenn ich keinen Bock auf die Bundesstraße habe, keinen Bock auf die Feuerwehrsirene, keinen Bock auf den Zug, dann muss ich halt, keine Ahnung. Ne? Wir reden jetzt nur von normalem Verkehrsaufkommen. Wir reden nicht von Spinnern, die mit Vollgas hin und her fahren. Die will ich nämlich auch nicht. Und wir verkaufen hier auch für den Straßengebrauch zum Beispiel keine lauten Auspuffanlagen. Das lehne ich kategorisch ab. Ne? Genau. Okay. Vielfaches Hin- und Herrasen zwischen den Orten. Ja, muss man kontrollieren. Wenn da einer zigmal hin und her fährt, Strafe. Wenn er es nicht lernt, wenn er zweimal da drin ist in diesem einmal Strafe verwarnt, keine Ahnung, wenn er das nochmal macht, Führerschein weg, fertig, Abfahrt. Ne, da brauchen wir keine Sperrung für Motorradfahrer. Lärmbelastung im Landschaftsschutzgebiet Südtirol, ja, was ist eine Belastung, was ist keine Belastung? So. Ja, jetzt sind halt für verschiedene Sachen, Rühle-Gollenbach ist das zum Beispiel, da ist eben eine Lärmpause und das Tiroler Modell gefordert. Die Lärmpause wird jetzt hier so ausgelegt, dass am ersten Wochenende eines Monats immer dort gesperrt ist. Dazu ist aber das Tiroler Modell angesagt mit 90 Dezibel von April bis Oktober plus alle Feiertage. Ne? Und damit, dieses Tiroler Modell mit 90 Dezibel, ist ein totales Fahrverbot. Das heißt, dieser erste Absatz am ersten Wochenende, das hört sich so am ersten Wochenende, dann haben wir eine andere Strecke, Grünplan-Delixen zum Beispiel, ne? die ist dann dementsprechend an einem anderen Wochenende, am dritten Wochenende ist die gesperrt, in Neuhaus soll es auch gesperrt sein, ne? Und in Lauenförde soll es gesperrt sein, wo wir die Villa Löwenherz haben. Genau, und dann versucht man halt immer, mit den Wochenenden da zu reagieren. Ne? Dass man sagt, hier am ersten Wochenende, da am zweiten Wochenende, da am dritten, da am vierten. Trotzdem gilt überall dieses Tiroler Modell mit 90 Dezibel. Und da möchte ich jetzt mal drauf eingehen, weil ich habe ja mal rausgesucht, welche Fahrzeuge, die wir so kennen, das betrifft. Ich fange natürlich mit meinem eigenen Fahrzeugbestand mal an. Alles, was ich auf diesem Zettel grün, alles, was hier grün gedruckt ist, das darf noch fahren. Das ist der Zettel für Ducati-Modelle. Christian lacht. Da ist nicht eins dabei, was grün ist. So. Wobei, die dürfen auch im Fahrgeräusch nicht lauter sein als alle anderen. Ne? Davon mal abgesehen. Dann habe ich hier den nächsten Zettel. Da haben wir Honda-Modelle drauf. Da sieht das so aus. Da sind jetzt schon ein paar Grüne bei. Ne? Aber tatsächlich, das, was hier grün ist, das sind tatsächlich die gedrosselten Varianten der Fahrzeuge. Und die ganz, ganz kleinen, die Kleinkrafträder. Also 125er, also du kannst dann noch mit dem 125er Roller, dürftest du da fahren. Der würde das dann dementsprechend einhalten. Aber alle anderen Dinger, eine Afrika Twin, das ist kein Raser-Motorrad. Das ist ja nicht der Raser, den wir hier haben wollen. Eine Afrika Twin schafft es nicht. Eine NT 1100 schafft es nicht, eine CMX schafft es nicht, CMX 500 schaffen sie alle nicht. Ne? Und darüber hinaus sind jetzt die Marken, die ich so hier vertrete. Wir haben natürlich auch nochmal geguckt, wie das weitergeht mit anderen lustigen Sachen. Bei BMW haben wir geguckt. BMW hat einen sehr hohen Marktanteil in Deutschland. BMW 1250 GS, 92 Dezibel. Entschuldigung, dass ich das jetzt sage, aber es gibt, glaube ich, kein langweiliges Motorrad als die GS. In meinen Augen, ist natürlich ein Top-Ding, funktioniert super, aber ist egal, die wirklich sehr Understatement ist. Und ein GS-Fahrer, der hierher kommt, der fährt hier mit seinen Kumpels rum, die wollen hier in Ruhe einen Kaffee saufen, die fahren hier nicht zum Rasen hin. Aber trotzdem ist dieses Motorrad mit 92 Dezibel in den Augen der deutschen Umwelthilfe so laut, dass das verboten gehört. So, das heißt, mit einer GS braucht ihr ja nicht mehr herfahren. Und bei der GS ist es tatsächlich so, dass sie wirklich einen sehr großen Marktanteil hat. Das heißt, da fallen pauschal schon mal ein Fünftel aller Motorradfahrer fällt da schon mal raus. Ne?
F900 ist drüber. EA6N von Kawasaki ist ein Einsteigermotorrad, ein ganz kleines Ding. Super leise, die ist wirklich leise, trotzdem das, das Standgeräusch mit 93 Dezibel raus geht nicht. Also im Prinzip ist es tatsächlich so, dass nahezu alle Motorräder, die in dem Markt rumfahren, diese 90 Dezibel gar nicht erfüllen, ne? Weil sie auch für das Fahrgeräusch irrelevant sind. Ne? So. Für mich heißt das, das ist extra so gemacht, weil wir gar keine Motorradfahrer mehr haben wollen. Und da kommen wir halt natürlich an den Punkt, das geht irgendwie nicht. Ne? Ich kann dann noch eine Geschichte erzählen. Ich weiß nicht, ob ich mich dann auch wieder zu weit aus dem Fenster lehne. Ich weiß nicht, ob ich es erzählen soll. Ich muss mal kurz überlegen. Ich lasse mir dann noch kurz ein bisschen Zeit mit. So, das nächste, was noch gemacht werden soll, da habe ich beim letzten Video schon mal drauf angesprochen. 30 km/h im Ort. Ne? Da sind wir natürlich genau da, wo wir nicht hinwollen. Das heißt, mit so einer Ducati oder auch mit einem Motorrad, was ein bisschen sportlicher ausgelegt ist, kann man 30 km/h nur im zweiten oder vielleicht sogar im ersten Gang fahren. So, und da funktioniert eben diese ganze Regelung, die es ja gibt. Es gibt ja eine Regelung, um die Motorräder leiser zu machen bei den Fahrzeugen. Das ist bei jedem Motorrad, bei jedem modernen Motorrad verbaut, was hier steht. Die funktioniert aber nicht bei 30, weil die funktioniert nur zwischen 48 und 53 km/h, weil das nämlich die Geschwindigkeit ist, wo normalerweise durch den Ort gefahren wird. So, und wenn wir das wegnehmen, dann werden die Dinger Hölle laut. Dann macht ihr genau das Gegenteil. Totaler Quatsch. Und das hat sich einer ausgedacht, der wirklich wieder keinen technischen Verstand, die keine Kenntnis hat. Das ist, glaube ich, sowieso generell ein Riesenproblem bei uns. Dass Leute Sachen entscheiden, die von den Sachen, die sie entscheiden, keine Ahnung haben. Das ist, glaube ich, hier in Deutschland aktuell ein mega großes Problem. Aber gut, okay. Ja. Überall das Gleiche, ne? Also 30 km/h. Dann oftmals auch Geschwindigkeitsregelung 170 und so weiter. Ne? Da steht auch drin, starkes mehrfaches Beschleunigen und Abbremsen schon vor dem Ortsausgang. Ungünstige Geschwindigkeitsregelung 170, 100. Was können wir denn dafür, wenn die Schilder da so stehen? Ne? Auf der anderen Seite wird gesagt, die Motorradfahrer halten sich nicht an die Beschilderung. Jetzt anscheinend doch, weil sie mal bremsen und dann Gas geben. Dann machen wir durchweg 100, ist doch gut. Da fährt man aus dem Ort raus mit 50, beschleunigt ganz normal und kann dann durchlaufen lassen. Ne? Also, so ein Quatsch. Belästigung durch Motorlaufen im Standgas von Bikergruppen am Ortseingang. Gut, das würde ich mir angucken. Dann würde ich gucken, wo ist das genau? Neuhaus Schönhagen, die Ecke. Wenn das tatsächlich so ist, dann muss man gucken, dann muss man sich da halt hinstellen. Ne? Muss man sagen, hier. Ja. Auch wieder eine Kontrollsache der Polizei. Kontrollsache, genau. Einfach mal gucken. Natürlich sind das auch arme Schweine, ne? Weil die haben ja, muss man auch ganz klar sagen, die haben ja nun gar kein Personal, ne? Die das machen. Das ist ja das Nächste. Ne? Ich meine, die sind ja sowas von unterbesetzt. Ich meine, wie sollen sie das machen? Ne? Aber deswegen kann das nicht alles verboten werden. Ne? Ganzjährige Fahrzeuglärmbelastung allgemein durch hohes Verkehrsaufkommen, hohes Lkw-Aufkommen mit zahlreichen Geschwindigkeitsüberschreitungen. Ja. Dann machen wir Lkws jetzt auch weg, oder was? Ja, sind wir wahrscheinlich auch lauter wie 77 Dezibel. Naja, das sowieso. Ne? Aber ganz ehrlich, dann müssten sie, also meiner Meinung nach, wenn sie das Tiroler Modell einführen sollen, dann sollen sie es auch für Autos einführen. Ja, gut, klar, was meinst du, was hier auch ein Sportwagen durch die Gegend fährt, ja, am Wochenende? Und das sind auch die lauter sind. Die sind auch laut, ja. 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 Gerade wenn du dann diese Kisten mit Doppelkupplung hast, wie Audi TT oder sowas, wenn die da durchknallen, immer das Knallen beim Schalten. Ja. Lauter wie jedes Motorrad, die Dinger. Ja. Naja, wie auch immer, das haben sie sich so fein ausgedacht. Ergebnis ist offen. Ich weiß nicht, was jetzt passiert. Dadurch, dass das ja auch hier alles brav unterschrieben ist von allen. Irgendwie, das ist ein Witz. Und das Schlimme ist, das wird von Steuergeld finanziert. Ne? Ja, es wird 100.000 Euro wird das genau. Das wird es wird von Steuergeld finanziert genau. Und das Krankenhaus Holzminden wird geschlossen. Da kriege ich richtig einen am Hemd. Ja, das ist so. Ja. Ja. Da wird die Kohle von Leuten rausgehauen. Was soll ich sagen? Ihr könnt das noch mal, jetzt das Video noch mal zum Anlass nehmen, in die Kommentare dementsprechend ein bisschen was dazu reinzuschreiben. Werdet da bitte nicht zu politisch. Ne, damit lösen wir es, glaube ich, nicht. Um zu gucken, wer jetzt, ne,
da schuld ist und wer wen wählt irgendwann mal, das hat damit, glaube ich, relativ wenig zu tun. Die Sache ist halt die, dass wir jetzt den Leuten hier klar machen müssen, dass das so nicht geht und dass der Großteil der Motorradfahrer, also ich behaupte mal 95% der Motorradfahrer, der denkt genauso wie die Leute, denen das alles auf den Zeiger geht. Denen das unangenehm ist, wenn die so rasen wie die Wilden und laute Motoren und so weiter und so fort. Ne? Ja. Nur man muss da halt ganz klar Prävention, man muss die Leute aufklären. Da kann man sich hinstellen, da kann man sagen, Freunde, das ist, heute gibt es ja auch alle Möglichkeiten. Ne? Gerade Thema Rennstreckentrainings, Fahrtrainings. Wenn einer wirklich meint, er muss fahren wie der Leibhaftige, ne? Dann soll er sich doch bitte, und das muss man dem vielleicht weiß er das einfach nicht, dann muss man ihm das erklären. Dann muss man sagen, du, das ist hier eine öffentliche Straße. Deine Heizerei, die kannst du auf einer geschlossenen Rennstrecke machen. Da kannst du dich einbuchen, das kostet ein paar hundert Euro und da kannst du 2 Tage fahren, wie du und den Kopf ausschalten. Selbst da ist es ja auch schon so weit. Ja. Aber genau, das wäre zum Beispiel der richtige Weg. Aber da müssen wir halt irgendwie müssen wir da ran. Ne? Das ist tatsächlich so. Ne? Und ich erzähle es jetzt doch, obwohl ich es nicht erzählen wollte, aber ich habe ja hier gebaut. Ich glaube, ich bin hier für die Gemeinde ein großer Gewinn. Oder auch nicht nur für die Gemeinde Hehlen, sondern auch für die Gesamtgemeinde. Wir haben ja mittlerweile mit der Vergrößerung des Gebäudes 3 Vollzeitarbeitsplätze, 2 Teilzeit, 1 Auszubildende. Ich suche aktuell noch 2 Mitarbeiter in Vollzeit. Wir werden nächstes Jahr wahrscheinlich auch noch einen Auszubildenden einstellen. Also das ist auch so ein bisschen, wo ich sage, ja, da kommt ja auch ein bisschen was rüber. Aber wenn ich nämlich gucke, was ich hier an Steuern bezahle, da wird mir schlecht. Ne? So, und das ist eine Sache, weiß ich nicht. Also da einfach so den Riegel vorzuschieben. Ne? Und als das hier gebaut worden ist, das kann ich auch sagen, bei so einem Ding, da ist eine Mille, ist da schnell weg. Ne? Das ist einfach so. Und es gibt tatsächlich, im Landkreis Holzminden gibt es tatsächlich für mittelständische Unternehmen gibt es verschiedene Fördertöpfe, weil die Region relativ strukturschwach ist. Und da habe ich ganz gute Kontakte, dachte ich bisher. Habe mich tatsächlich auch dort um einen Förderzuschuss bemüht, der mir auch mehr oder weniger in Aussicht gestellt worden ist. Und dann aber tatsächlich 2-mal abgesagt worden ist. Beim ersten Mal habe ich gedacht, da hat tatsächlich formal, ich glaube, eine Gewerbeanmeldung gefehlt, wo ich sage, das ist ja wohl echt ein Witz. Ich habe erstmal mit euch schon zusammengearbeitet in der Vergangenheit. Und das Geschäft steht hier ja und mich kennt hier ja auch jeder. Und eine Gewerbeanmeldung, die können wir, glaube ich, ganz schnell aus dem Drucker zaubern beim Landkreis. Ne? Also das kann es nicht gewesen sein. Daraufhin wurde mir nahegelegt, einen zweiten Antrag zu stellen. Ich habe einen zweiten Antrag gestellt. Und der ist dann tatsächlich abgelehnt worden, weil erst angeblich das Geld alle war aus dem Fördertopf. Das konnte aber auch nicht so wirklich sein. Und dann kam die Erklärung, dass das Scoring für die Fördervergabe zu schlecht ist. Ne, das bedeutet, da gibt es einen Bogen, nachdem die das bewerten. Wie viele Arbeitsplätze werden geschaffen? Ist der Betrieb innovativ? Hat der eine alte Immobilie renoviert? Ist der an einem neuen Standort? Solche Sachen fließen da rein. Ne? Und danach, nach diesem Scoring, wird dann entschieden, ob das gefördert wird oder nicht. Und da haben wir wirklich einen riesen Aufwand gemacht, dass wir das alles nochmal hingeschickt haben. Und dann kriege ich da auch ganz platt die zweite Absage. Und eigentlich hat es keiner verstanden. Und es wollte da auch mit mir keiner richtig drüber sprechen. Aber wenn ich das jetzt sehe hier, und das ist ja schon datiert, als das losging, was habe ich da gerade gelesen? Ich glaube im Frühjahr 23. Ne? Also das ist ein Ding hier, April 23 schon. Es passt perfekt. Ne? Da könnt ihr schon von ausgehen, dass das schon im Rohr war und dass man da schon indirekt gesagt hat, alles klar, Stefan. Den lassen wir mal unter den Tisch fallen. Wir fördern das doch jetzt nicht und verbrennen uns da anschließend die Finger, weil wir nämlich, das ist ja auch, ist ja auch der Kreis Holzminden, der das fördert, und verbrennen uns anschließend die Finger, dass wir angreifbar sind, dass wir sagen, hier haben wir einen Motorradbetrieb unterstützt, weil er hier zig Arbeitsplätze schafft und Hunderttausende von Euro Steuern bezahlt. Und ja, es ist unglaublich, also mir fehlen echt die Worte. Wir schaffen uns hier total ab. Und gerade der Landkreis Holzminden, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, der ist nicht so
super stark. Es gibt in Holzminden gibt's, zwei größere Arbeitgeber, ja. Aber ansonsten lebt diese ganze Region außerhalb der Stadt, also die ganzen ländlichen Ecken, die leben hier alle vom Tourismus. Und das ist ja auch Tourismus, ist ja auch in Bodenwerder zum Beispiel ein Riesenkonzept. Da ist auch die Weserpromenade neu gemacht worden. Und natürlich kommen da auch Motorradfahrer hin. Hier in Daspe über der Weser, haben wir irgendwie haben was Kaffeepause, dann hier vorne Hofmeister fahren sie alle Motorrad. Grunder Fährhaus, da fahren Motorradfahrer hin. Das ist echt ein Köterberg. Vor allen Dingen, wer auch noch von den Motorradfahrern lebt und von den Touristen, sind ja auch die Fähren. Hier, ich glaube, ich weiß nicht, ob Grunder Fähre auch eine Fähre rüber ist. Da ist eine Fähre, ja. Okay. Ja, also da ist eine Fähre. Ja, die auch, ja, alle. Die also der, Fähre, die leben ja, alle davon. Ja, da ist schon ein bisschen, also jetzt nicht ausschließlich, aber da dreht sich schon ein bisschen was. Ne? Und es gibt ja auch hier einen Tourismusverein fürs Weserbergland. Da müsste ich gucken, da werde ich jetzt einen Kontakt herstellen, ob wir da filtern können, wie viel Prozent Motorradfahrer sind, die ganzen Campingplätze hier und. Ne? Aber okay, kommt, es ist, wie es ist. Wir müssen jetzt gucken, was da passiert. Mit dem tollen Pilotprojekt, was sich die Deutsche Umwelthilfe mit unseren Steuergeldern ausgedacht hat. Und dann sehen wir weiter. Wie gesagt, ich bin da, wir, die Region sind da für jede Unterstützung dankbar. Und ja, wir werden sehen, wo es hingeht. Ich halte dich da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ersten Termin habe ich am 14.12., jetzt den nächsten. Es sind 14 Tagen, logischerweise. Jetzt haben wir, sind 14 Tagen. Da bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Da werden wir nämlich mal sprechen, auch mit den ersten Wirtshäusern, die da dann wahrscheinlich zumachen können, wenn das zukommt. Und gucken wir, wie es weitergeht. Ich habe gerade aus Jux mal nachgeguckt. Selbst ich mit meiner alten Honda falle volle Granate raus. Ja, na klar. Ja. Ich falle volle Granate raus. Ich bin fast 10 Dezibel drüber, Standgeräusch. Ja, wie gesagt, das Konzept ist nicht, dass wir hier einen Maßnahmenkatalog haben, mit dem wir den Motorradlärm reduzieren, den wir haben, von den Einzelnen, die wirklich so rausfallen. Das Konzept hier ist, wir wollen keine Motorradfahrer mehr haben. Genau. Das ist das Konzept. Wir wollen euch abschaffen. Ne? Ja, genau, das ist so. Und da weiß ich nicht. Da muss man auch ganz klar sagen, da bin ich auch, ob das überhaupt rechtssicher ist, ob das überhaupt geht. Weil erstmal ist es vom Kreis, es gibt Bundesstraßen, ne, es gibt Landstraßen. Ne, das ist ja zum Beispiel, sind ja auch Landstraßen hier, sind ja nicht nur Kreisstraßen. Ne? Also wenn wir jetzt hier gucken, zack, L580, das ist eine Landstraße, ich weiß gar nicht, wie Kreis, Land, wer ist dafür zuständig, ne? Ob da überhaupt solche Entscheidungen, die so weitreichend sind, getroffen werden können. Und wenn das so ist, dann muss man auch ganz klar sagen, dann weiß ich nicht, dann muss man ja doch irgendwann mal über Schadensersatz sprechen, ne? Weil ich glaube schon, dass das gerade die Wirte, dass die das alle merken. Und hier, wie gesagt, ich bin beschäftigt, ich weiß es nicht, ich kann es euch nicht sagen. Halt euch doch mal auf dem Laufenden, ob das hier was ausmacht. Letztens hat mich noch einer angesprochen, der sagte, was dann auch mit Sicherheit spannend ist, wenn das so durchgezogen wird, so knallhart. Was ist denn, wenn du ein Motorrad hast, was 88 Dezibel hat? Ne, dann hatte auch welche auf meinem Zettel hier. Zum Beispiel eine CB500 von Honda, glaube ich. Yamaha MT09. XSR 900, das ist ein Retro-Motorrad. 95 Dezibel, auch voll drüber. Schwachsinn. Meine alte Honda von 2007, 98 Dezibel. So, CB500F hat genau 90 Dezibel. Da ist halt die Frage, darf man mit 90 noch fahren oder nicht? Ist 90 schon raus? Keine Ahnung. Das heißt, damit dürftest du nicht fahren. CL500 von Honda, 89 Dezibel. Das ist so ein Scrambler. Ne? Steht da hinten. So, und wenn ihr mit dem Ding dahin fahrt, das ist ein relativ großes Motorrad. Was passiert denn, wenn ihr da langfahrt und die Strecke dann momentan für 90 Dezibel gesperrt ist und dann meinen dann die ersten Anwohner, da sich in Selbstjustiz üben zu müssen und dich als Motorradfahrer dann der Maß regeln, weil du ja noch mit dem Motorrad da langfährst. Und dir dann sagen, der Motorrad ist viel zu laut. Und dann kontrolliert dich nämlich nicht die Polizei, die es eigentlich machen sollte. Dann kontrollieren dich dann nämlich irgendwelche Dorfscheriffs, ne, die meinen, sie müssen jetzt dafür Recht und Ordnung sorgen mit ihrer Mistforke oder ihrem Rollsplit, keine Ahnung womit. Und dann geht das da, glaube ich, echt rund. Ne? Und das, sowas darf gar nicht sein. Ne? Also, naja, kommt. Okay. Wie gesagt, ihr seid herzlich eingeladen zu meiner Weihnachtsfeier. Ihr seid herzlich eingeladen, meinen Kanal zu abonnieren. Ihr seid herzlich eingeladen, mein Insta-Konto zu abonnieren. Und ihr seid herzlich eingeladen zu diesen geistigen Ergüssen, die hier auf meinem Schreibtisch in Papierform liegen, mir was zu schicken oder in die Kommentare zu schreiben.
In diesem Sinne, vielen Dank. Bis bald. Ciao.